Meine Damen und Herren, wir beginnen unsere heutige Sendung Schöne Stimmen mit einem Gast, dessen Name allein schon Musik ist, Lisa de la Casa. Wir freuen uns ganz besonders, dass Sie Zeit gefunden haben, zu uns ins Studio zu kommen. Lisa de la Casa, Sie gelten als die Grande Dame der Oper. Fühlen Sie sich auch so? Nein, sicher also nicht durch meine Erscheinung, aber das hängt wohl zusammen mit diesen Partien, die ich singe. Das sind halt... Eben eine Marschallin prägt halt. Meistens ja. Ladies, ja. Frau Casa, für mich sind Sie, Sie sind natürlich ein Star im Opernhimmel. Und auf der anderen Seite, ganz persönlich für mich, sind Sie wiederum kein Star. Also ich fühle mich auch nicht als Star. Ich habe mich oft gefragt, was ist ein Star? Also ich habe die Antwort darauf nicht gefunden. Sind es die höheren Gagen oder Massenmedien oder ist es das effektive Können? Es gibt sicher mehrere, die sind genauso gut, besser und sind keine Stars. Warum? Ja, es ist also wahrscheinlich keine Wertung im Sinne der Qualität. Nein, sicher nicht. Es gibt sehr, sehr viele, die sind sehr viel schlechter und sind Stars. Aber irgendetwas muss sein, eine Ausstrahlung oder ist es vielleicht die Massenmedien oder ich, vor allem die Presse denken. Vielleicht? Ja, ich könnte mir das so denken. Ich meine, ich bin als Star die ganze Zeit von allen Opernhäusern, wie man so schön sagt, den großen Opernhäusern der Welt rumgereist, rumgeflogen. Drüben an der Metropolitan ist man allerdings, wenn es das Höchste sein soll, nicht Star, da ist man Primadonna. Primadonna. Mhm, ja. Aber das fühle ich mich also gar nicht. Ja. Weil das Wort Star hat irgendetwas Negatives in sich auch, weil man sagt ja auch Starallüren. Wahrscheinlich sind sie drum. Weil sie einfach bescheiden, es ist sehr nah bei den Starallüren und die sind meistens ja, nicht ja, sehr, weil es etwas Äußerliches nicht ist. Nicht sehr angenehm. Eigentlich die Begleiterscheinung. Ja. Ja. Die machen ja auch den Star dann nicht aus. Frau Casa, ich habe ja eine Karriere von Ihnen am Anfang miterlebt, und zwar als Sie als Schauspielerin und vor allem in einem Film, an den ich mich noch gut entsinne, da haben Sie gespielt, in einem Schweizer Film, Füsilier Wipf, zusammen mit Paul Hubschmid. Ja. Ich glaube, es war auch seine erste Rolle. Und da war noch eine Dame dabei, eine große Dame des schweizerischen Chansons und des Kabaretts, ja, die Else Attenhofer. Und dann tat es mir leid, plötzlich sind Sie als hoffnungsvolle junge Schauspielerin sind Sie von der Sprechbühne abgetreten und ich war also sehr entsetzt eigentlich. Also darüber. Ich war gar nie Schauspielerin. Es tut das mir wusste leid. Ich nicht. Nein, ich war nie. Ich habe nur geschauspielert. Ja. Weil mein Vater, der Arzt war, der ist ja eigentlich der Künstler in der Familie und er hat mich also schon ganz klein auf die Bühne gestellt. Und ja, was für Bühnen denn? So Laienspiel? Ja, Laienspiel. Aber ich habe mich also wieder versöhnt, dass sie also weg, damals hatte ich also mein ganzes Herz für die Sprechbühne. Ja. Das Musiktheater ist dann erst nachher bei mir ein bisschen aufgegangen. Hat mich wieder versöhnt, wie sie da singen hörte. Ja, ja, also ich hätte sicher sehr gern auch Schauspiel gemacht. Es wäre vielleicht ein bisschen weniger aufregend gewesen. Und wie ging es jetzt ganz schnell die Karriere weiter? Maria Cibotari also, war, glaube ich, auch beteiligt. Angefangen habe ich in Zürich und da kann ich ja jetzt ein Jubiläum schon feiern. Denn das sind jetzt, stehe ich dann 30 Jahre auf der Bühne. Tatsächlich? Das, ja, als das Sängerin. Unglaublich. Ja, davor habe ich so Lieder gesungen, sehr viel Oratorien. Und das ist vielleicht auch der Grund, dass ich mich so leicht habe halten können. Ja, denn ja. Das ist eine harte Schule, viel Bach zu singen. Und dann kam ich nach Zürich und 4 Jahre später wurde ich durch Cibotari, die damals mit mir in Zürich Arabella sang, ich war noch Stenka, nach Salzburg empfohlen. Hat sie da nicht Strauss? Sie haben Strauss noch getroffen? Strauss in Zürich, ja. Er war 10 Tage dabei. Ja. Und daher kommt ja dieser schon längst bekannte Ausspruch von ihm. Er hat so die Hand auf meine Schulter gelegt und gesagt, also die Kleine, das wird mal meine Arabella. Und ja, ich glaube, Sie sind es geworden. Dank. Und zwar nicht nur seine, sondern Sie sind, also wie bei keiner Sängerin, eine Identifikation. Sie sind eigentlich die Arabella geworden. Vielen Dank, das ist sehr... Sie sind wirklich die Strauss- und auch Mozart-Sängerin. Und heute freuen wir uns auf 2 andere Arien, die Sie uns singen. Ja. Und zwar zuerst aus Julius Caesar, ja. Wo man eigentlich immer nur das Cleopatra. Lago kennt. Ja, ich habe da die ernstere gewählt, ja. Die breite aus. Ja. Und als zweites singen als Sie? Als zweites den Ariadne-Monolog. Und können Sie ungefähr die Situation schildern bei dieser Arie? Ja, also das ist die Situation. Ariadne ist auf der Insel und wartet auf
den Todesboten auf Hermes, von Theseus verlassen und dann erscheint Bacchus. Es geht also nicht zum Tod. Ja, aber zuerst hören wir Julius Caesar.